Eine verbotene Liebe. Dieses Paar fasziniert ganz Frankreich, bevor es die Welt erobert. Wie kommt es dazu, dass eine 40-jährige Lehrerin mit drei Kindern alles für einen 16-jährigen Schüler aufgibt? Das Idealbild einer großen Liebe, Emmanuelle und meine Mutter. Nehmen Sie Brigitte Trogneux zur Frau? Ja. Sie können nicht ohne einander. Wo ist Brigitte? Wo ist Brigitte? Der Medienrummel um das Paar macht einen völlig unbekannten Politiker über Nacht zum Star. Emmanuel Macron. Ich bin bereit. Ich bin seit 20 Jahren bereit. Sie hat die Ambitionen ihres Mannes unterstützt. Ich bin bereit. An deiner Seite, Brigitte. Für diesen Mann nimmt Brigitte sarkastische Bemerkungen, Seitenblicke und Gerüchte hin. Ein so attraktiver Mann kann doch nicht wirklich in eine Frau verliebt sein, die 24 Jahre älter ist. Auch wenn der Druck manchmal extrem ist, sie gibt nie auf. Es ist ein Drahtseilakt. Ich mache das für Sie. Beide haben oft gesagt, im Vergleich zu dem, was wir durchgemacht haben, ist eine Präsidentschaftswahl nichts. Brigitte Macron ist ohne Zweifel eine Figur wie aus einem Roman. Nur, dass man ihren Lebensweg in einem Roman als unrealistisch kritisiert hätte. Von der Provinz in den Élysée-Palast. Dieser Roman beginnt in einer Kleinstadt in Nordfrankreich, zu Beginn der 90er Jahre. Auf den Fotos erkennt man sie sofort. Blond, schlank, mit einem ansteckenden Lächeln. Zu der Zeit heißt sie Brigitte Ozière. Sie unterrichtet Literatur und Latein an der La Providence, einer katholischen Privatschule. Hier kennt sie jeder, ganz einfach, weil sie die beliebteste Lehrerin ist. Es gibt zwei Typen von Lehrern. Für die einen ist es eine Berufung und für die anderen nur ein Broterwerb. Und sie gehörte zu der ersten Kategorie. Sie hat viel von ihren Schülern erwartet, aber auch viel gegeben. Sie hat den Schülern Selbstvertrauen vermittelt. Wenn man Unterricht bei Madame Ozière hatte, wusste man, dass es mehr ist als nur eine einfache Französischstunde. Bei ihr war es immer spannend. Es gab den Lehrplan und ihre Interpretation davon. Und sie hat einen nicht immer mit Samthandschuhen angefasst. Neben dem normalen Unterricht leitet Brigitte Ozière auch die Theaterklasse. Die Schule hat ein eigenes Theater, in dem sich Schüler mit Schauspielambitionen ein Stelldich eingeben. Hört mal her! Ich möchte, dass ihr aus euch rausgeht, dass ihr schreit! Hier führt sie 1992 Regie. Das Stück Der Zorn von Eugène Ionesco. Gut! Und bevor ich die Stunde beende, zeigt ihr mir, wie ihr auf die Bühne lauft. Lauft mal hin und her! Lauft! Das Theater hat an jesuitischen Schulen Tradition. Sie hat sich dafür begeistert. Sie war eine anspruchsvolle Regisseurin, die Schüler zu viel ermutigt hat. Sie hat die Arbeit am Text, die Regie und eine bestimmte Freiheit im Spiel der Darsteller geliebt. Zeigt mir, wie ihr auf die Bühne fallt. So, als ob wir sterben? Ich möchte, dass ihr euch hinfallen lasst und am Boden liegt. Eines Tages sagt ihre älteste Tochter Laurence Ozière, die zu der Zeit in der dritten Klasse ist, zu ihr: In meiner Klasse ist ein Spinner. Er weiß alles. Der Spinner ist Emmanuel Macron.
Er war ein sehr aufmerksamer Schüler, der enorm viele Fragen gestellt hat. Er hatte die Angewohnheit, nach der Stunde zum Lehrer zu kommen, um das Thema ein bisschen zu vertiefen. Er war ein sehr kultivierter und neugieriger junger Mann. Ihm war die Meinung der Erwachsenen wichtig. Er wollte mit Erwachsenen diskutieren. Emmanuel Macron fällt also schon in der Schule auf. Mit 15 schreibt er sich in der Theaterklasse ein. In diesem Jahr bringt Brigitte das Stück La Comédie du Langage auf die Bühne. Emmanuel spielt die Rolle der Vogelscheuche. Es gibt keinen Mann so wie ich. So wie ich. Die Vogelscheuche. Jedes Jahr bringt man mich hierher auf dem Fuhrwerk. Brigitte Ozière ist vom Charisma des Neuzugangs beeindruckt. Sie schreibt, er ist einfach unglaublich in dem Stück. Welche Bühnenpräsenz. Emmanuel Macron. Regie Madame Ozière. Brigitte sagt später, wenn man Theater unterrichtet und die Tür für Gefühle öffnet, kann es sein, dass sich ein Schüler in einen verliebt. Aber diese Gefühle zu erwidern ist natürlich unmöglich, besonders wenn man seit 20 Jahren verheiratet ist, drei Kinder hat und aus einer extrem konservativen Familie kommt. Brigitte Trogneux wird am 13. April 1953 in Amiens in der Picardie geboren. Ihre Familie ist katholisch und gehört zum Großbürgertum der Stadt. Nur wenige Meter von der berühmten Kathedrale von Amiens entfernt, führt ihr Vater Jean einen stadtbekannten Laden. Sie sind die Schokoladenhersteller in Amiens. Wenn man was Süßes will, sind die Trogneux die erste Adresse. Schokolade und Macarons. Eine traditionelle Unternehmerfamilie, die seit mehreren Generationen ein gut gehendes Geschäft mitten in Amiens hat. Es ist ein Familienunternehmen, das vom Vater an den Sohn vererbt wird. Hallo Süße, was möchtest du? Schokolade. Die Familie stellt Schokolade in der fünften Generation her. Die Arbeit ist also sehr wichtig. Ich erinnere mich daran, dass ich als Kind in der Fabrik herumgelaufen bin. Ich erinnere mich an den Geruch der Schokolade und dass ich Süßigkeiten aussuchen durfte, unter den wachsamen Augen meiner Großeltern. Heute hat das Unternehmen 5 Geschäfte und mehr als 50 Angestellte. Dank der Première Dame hat sich der Umsatz verdoppelt. Aber die Familie ist schon lange vorher in Amiens fest etabliert. Der Vater von Brigitte war Leiter des Tennisclubs. Ihr Bruder Jean-Claude hat den Posten von ihm übernommen. Die Familie hatte Einfluss und war am sozialen und politischen Leben beteiligt, wenn auch nicht sehr im Vordergrund. Im Hintergrund aber schon. Ende der 80er Jahre spielt Brigittes Bruder Jean-Claude eine wichtige Rolle bei der Wahl des Mitte-Rechts-Politikers Gilles de Robien zum Bürgermeister von Amiens. 1989 war die Herausforderung gewaltig. Die Stadt war 20 Jahre lang von Kommunisten regiert worden. Sie lag im Sterben, bis auf einige wenige dynamische Unternehmen, wie das der Trogneux und der Lafarge. Trotzdem verkümmerte die Stadt. Sie lag wie Dornröschen im Tiefschlaf. Jean-Claude Trogneux wollte etwas verändern. Er wollte mithelfen, die politische Klasse wieder zu stärken. Dank ihm, dank der Familie Trogneux und Freunden der Familie Trogneux haben wir gewonnen. Sieht sich Brigitte Macron auch in dieser politischen Tradition? Sie steht sicher für ein eher provinzielles Frankreich. Konservativ, eher rechts. Weil es das Milieu ist, aus dem sie stammt. Brigitte Macron steht unbestreitbar eher rechts.
Das hat sie auch schon mehrfach gesagt. Sie hat 2007 für Nicolas Sarkozy gestimmt. 2012 vielleicht auch noch. Die Familie Trogneux gehört zum Großbürgertum von Amiens, mit einem Feriensitz in Touquet. Seit den 50er Jahren besitzen die Trogneux, so wie es in den vornehmen Familien der Gegend üblich ist, ein großes Ferienanwesen in Le Touquet. Die kleine Brigitte verbringt die Wochenenden und die Ferien in der Villa Monet-Jean. Der Name setzt sich aus den Vornamen ihrer Eltern zusammen, Jean und Simone. Hier genießt sie die Sommerfrische an den wunderschönen Stränden des Departement Pas-de-Calais. Brigitte ist das jüngste von 6 Kindern. Sie ist 20 Jahre jünger als ihr ältester Bruder Jean-Claude. Sie hat oft gesagt, meine Geschwister gehören einer anderen Generation an, aber ich sehe den Altersunterschied nicht. Außerdem ist Brigitte die einzige, die nach dem Zweiten Weltkrieg geboren wird. Sie kennt keinen Mangel. Sie ist der Liebling ihres Vaters, der bei ihr Dinge akzeptiert, die er bei seinen 5 anderen Kindern nicht akzeptieren würde. Wie ihre Geschwister wächst sie in einem sehr religiösen Umfeld auf. 1968 ist Brigitte 18 Jahre alt. Sie besteht darauf, Jeans und Miniröcke zu tragen und samstags tanzen zu gehen. Selbst die konservativsten Familien können sich dem neuen Zeitgeist nicht verschließen. Mit Brigitte kommen die Trogneux im 20. Jahrhundert an. Und auch weitere Überraschungen bleiben nicht aus. Sie hat immer wieder gesagt, ich bin extrem behütet aufgewachsen. Es hat mir an nichts gefehlt. Und trotzdem habe ich eine Art Mangel gespürt. So als ob doch etwas fehlt oder nicht stimmt. Hinter ihrem strahlenden Lächeln, das eine extrem verführerische Kraft hat, verbirgt sich ganz offensichtlich Leid. Es gab sehr traurige Momente in ihrer Kindheit. Brigitte ist 8 Jahre alt, als ihre Schwester und deren Mann bei einem Autounfall ums Leben kommen. Ein Trauma und ein Riss im perfekten Leben der Familie. Brigitte, die sehr gläubig ist, kann die Verstorbene nicht loslassen und sagt, dass ihre Schwester jeden Tag bei ihr ist. ...1972 macht Brigitte ein 1er-Abitur. Ungewöhnlich für die Trogneux, denen das Geschäft wichtiger ist als Bildung. Noch überraschender, Brigitte schreibt sich an der Université de Lille für Literaturwissenschaft ein. Es war etwas Neues für die Trogneux, dass jemand studiert. Seit 5 Generationen haben die Männer in der Familie immer wieder das Geschäft übernommen, nicht die Frauen. Die Schwestern meiner Mutter haben gut situierte Männer geheiratet. Es war nicht leicht für meine Mutter, die Erlaubnis für ein Studium zu bekommen und zu arbeiten. Aber sie wollte unabhängig sein. Die Unabhängigkeit ist nicht von langer Dauer. Auch ihre neue Freiheit kann Brigitte nicht von dem abhalten, was von allen Frauen aus ihrer Gesellschaftsschicht erwartet wird. In Touquet lernt sie den Bankier André-Louis Ozière kennen. Als sie ihn im Juni 1974 in der Kirche des Badeorts heiratet, ist sie gerade 21 geworden. Sie ist in einem bürgerlichen, sehr konservativen und wohlhabenden Umfeld aufgewachsen. Sie hat ihr Studium nicht abgeschlossen, sondern jung geheiratet, um eine Familie zu gründen. Innerhalb von 10 Jahren bekommt sie 3 Kinder. 1975 Sébastien, 1977 Laurence und 1984 Tiffaine. Mit 30 Jahren hat Brigitte das Heim, von dem sie immer geträumt hat. Ihr Mann macht in Amiens eine steile Karriere. Aber 1987 muss Brigitte ihre geliebte Heimatstadt hinter sich lassen. André-Louis wird Leiter der französischen Außenhandelsbank. Die Ozières verlassen die Picardie. Trücht
Richtersheim ist ein kleines Dorf in der Nähe von Straßburg im Elsass. Dieses Haus in der Rue des Coquelicots wird der Familie von der Bank zur Verfügung gestellt. Hier lebt Brigitte 4 Jahre lang. Ich habe sehr schöne Erinnerungen. Wir waren in dem Haus unter uns, draußen der Schnee, Spaziergänge in den Vogesen, gemeinsame Abendessen, Gespräche vor dem Kamin. Brigitte Ozier war schnell im ganzen Dorf bekannt. Wenn es ein Gemeindefest gab, war sie immer anwesend. Und ihre 3 Kinder auch. Sie hatte sehr bald eine gute Beziehung mit den Einheimischen. Sie verstand es, Vertrauen aufzubauen. Und da war ja auch ihr berühmtes Lächeln. Ihren Mann hat man nicht oft gesehen. Unter der Woche war er nie da. Am Wochenende ist er manchmal aufgetaucht. Ich denke, er hat sich voll auf seine Arbeit in der Bank konzentriert. Man hat sie selten als Paar gesehen. André war am Wochenende da, um den Rasen zu mähen. Er war ein sehr ehrgeiziger Mann. Sie waren ein sympathisches Paar. Ich weiß nicht, ob er beschäftigter war als andere Männer. Das ist vielleicht auch eine Generationsfrage. Er war für uns da, aber hat in einer Bank gearbeitet und ist oft spät nach Hause gekommen. Unsere Mutter war mit uns zu Hause und unser Vater hat sich um alles andere gekümmert. Die Osiers sind eine Familie, die nach dem klassischen Schema funktioniert. Der Mann schaut Samstag, Sonntag mal vorbei. Die Frau kümmert sich um die Kinder. Das kann Brigitte nicht reichen. Will sie dem Alltag entfliehen? Interessiert sie sich hier schon für die Politik? 1989 kandidiert sie auf der Liste Trüchtersheim Demain für den Gemeinderat. Hier in diesem Gebiet waren es vor allem Mitte-Rechts-Listen. Und es stellten sich viele Neuzugezogene der Wahl, weil sie etwas im Dorf verändern wollten. Die Liste, auf der Brigitte Ozier antritt, unterliegt. Sie schafft es nicht in den Gemeinderat. Aber eins zählt in diesem Jahr wirklich. Sie entdeckt ihre Berufung. Als sie hört, dass man an der Schule in Straßburg, auf die ihre beiden älteren Kinder gehen, Lehrer sucht, beschließt sie, ihr Studium auf Lehramt abzuschließen. Sie ist 36 Jahre alt. Sie hat sich gesagt, ich will eine Veränderung und habe Lust zu unterrichten. Sie hat studiert, als ich ganz klein war. Brigitte debütiert 1989 am Collège Lucie Berger. Sie unterrichtet Literatur und Latein. Eine Lehrerpersönlichkeit, an die man sich auch 30 Jahre später noch erinnert. Brigitte Ozier hatte dort ihre erste Stelle. Sie hat sich für ihren neuen Beruf begeistert. Ich erinnere mich daran, dass sie Balzac wegen seiner Darstellung von Paris geliebt hat. Sie hat jedes Jahr eine Klassenfahrt nach Paris organisiert, damit die Schüler die Stadt kennenlernen können. Es ist ihr gelungen, uns als Klasse zusammenzuschweißen. Es war super. Sie hat mir in diesem Jahr viel beigebracht. Ich habe mehr Selbstvertrauen gewonnen und war weniger schüchtern. Eine große Sache. Man musste ihr nur beim Unterricht zusehen. Es war ihre Bestimmung. Sie wusste, dass ein Studium ein Vehikel zur Emanzipation ist. Das hat sie ihren Schülern immer wieder gesagt und auch ihren Kindern. Aber sie war mit ihren Schülern oft geduldiger als mit uns zu Hause. Sie war eine sehr aufmerksame Mutter. Sie war immer an der Seite ihrer Kinder. Sie hat extrem viel von ihnen verlangt, manchmal vielleicht zu viel. Sie hat immer dafür gesorgt, dass sie lernen, damit was aus ihnen wird. Das bleibt eine Konstante in Brigittes Leben. Sie fördert Selbstvertrauen und motiviert. Mit ihrer Hilfe lernen ihre Schüler, ihre Kinder und später Emmanuel Macron, sich selbst zu übertreffen. Eine Tochter ist Rechtsanwältin, die andere Kardiologin, der Sohn ist Ingenieur. Voller Erfolg für die Ozier-Kinder.
1991 kehrt die Familie nach Amiens zurück. André Louis wird dorthin versetzt. Brigitte ist überglücklich. Endlich lebt sie wieder in ihrer Heimatstadt, im Kreis des Trogneux-Clans. Sie bekommt schnell eine Stelle an der Privatschule La Providence, auf die auch ihre Kinder gehen. Noch weiß sie nicht, dass dieser Schritt 2 Jahre später ihr Leben auf den Kopf stellen wird. Brigitte folgt von Anfang an einer ihrer Leidenschaften. Sie leitet die Theaterklasse an der Schule. 1993 kommt ein Schüler frech auf sie zu und sagt, dass er Lust hat, L'Art de la Comédie zu adaptieren. Ein Stück über die ungleiche Beziehung zwischen einem Gaukler und einem Schulleiter. Ein Stück für 12 Schauspieler. Die Theaterklasse bestand aber aus 15 Schülern. Und man wollte nicht, dass 3 nicht mitspielen können und nur Applausgeber sind. Also wurde das Stück modifiziert, damit alle spielen können. Daran war auch Emmanuel beteiligt. Die Lehrerin und der Schüler treffen sich wochenlang jeden Freitagabend im Haus der Osiers. Zusammen erfinden sie neue Rollen für das Stück. Brigitte fasst diese Zeit später so zusammen. Das Schreiben hat eine unglaubliche Nähe hergestellt. Es war aufregend. Mir ist die Sache entglitten. Ihm auch. Und Emmanuel Macron? Wir wollten das neue Stück zusammen auf die Bühne bringen. Wir haben nicht gesprochen. Das Schreiben war nur noch ein Vorwand. Es war so, als hätten wir uns schon immer gekannt. Im Frühling 1994 findet die Premiere des Stücks in einem Theater im Stadtzentrum von Amiens statt. Obwohl der Abend ein großer Erfolg wird, kann sich Brigitte Osier nicht so recht darüber freuen. Denn der 16-jährige Emmanuel Macron gesteht ihr seine Liebe. Man kann sich gut vorstellen, wie sehr sie das verunsichert. Ihre Familie und ihr Umfeld stehen an erster Stelle. Wenn sie sich dieser Liebe hingibt, bedeutet es, dass sie mit dem konservativen und bequemen Milieu, in dem sie lebt, brechen muss. Aber allein die Tatsache, dass sich eine Lehrerin so gut mit einem Schüler versteht, führt zu immer böseren Bemerkungen. Die Leute haben hinter vorgehaltener Hand getuschelt. Wirklich? Zur gleichen Zeit? Ich war nicht überrascht. Emmanuel war anders als wir. Er war sehr erwachsen. Und Brigitte Osier war eine exzellente Französischlehrerin. Es haben sich 2 verwandte Seelen, 2 Literaturliebhaber getroffen. Ganz ehrlich, nein. Von all den Lehrerinnen, die ich gehabt habe, hätte es vielleicht noch sie sein können. Ich war überrascht, aber nicht schockiert. Jeder hat das Recht zu tun, was er möchte. Brigitte war in einer heiklen Situation. Ihre 3 Kinder gingen zur selben Schule. Aber als Lehrer in diesem Etablissement kann ich Ihnen sagen, dass es keine große Gerüchteküche gab. Natürlich gibt es wilde Gerüchte. Und mehr als das. Verleumdungen, Hohn und Spott, anonyme Anrufe. Die verbotene Liebe wird zum Stadtgespräch. Und das in einer äußerst konservativen Stadt. Es gab Klatsch und Tratsch.
Die Nachbarn auf der Rue Saint-Simon waren außer sich, weil ein junger Mann öfter bei den Osiers war. Es war alles äußerst seltsam. Leute, die sonst nicht viel zu tun hatten, wurden plötzlich zu Moralaposteln. Aber im bürgerlichen Milieu war nicht viel zu hören. Vermutlich ganz einfach, weil man über sowas nicht spricht. Vielleicht hat Brigitte an das Schicksal von Gabrielle Russier gedacht und an die Tragödie, die folgt, als sich die 31-jährige Lehrerin in einen 16-jährigen Schüler verliebt. Sie wird wegen Verführung eines Minderjährigen angeklagt und verurteilt. Gabrielle Russier, Mutter von zwei Kindern, bringt sich 1969 um. In der Presse wird sie verurteilt. Das Land ist konservativer, als man denkt, auch wenn Georges Pompidou, den das Drama tief bewegt, an die Toleranz appelliert. Comprenne qui voudra. Moi, mon remords, ce fut la victime raisonnable au regard d'enfants perdus. Celles qui ressemblent aux morts, qui sont morts pour être aimés. C'est de l'éluard. Merci, mesdames et messieurs. Kann Brigitte Osier 30 Jahre später auf mehr Toleranz hoffen als Gabrielle Russier? Ist die Gesellschaft 1994 so viel weiter? Die Eltern von Emmanuel sind erschüttert von der verbotenen Liebe. Seine Mutter denkt nur daran, dass er so keine Kinder haben wird. Sie zitieren Brigitte zu sich nach Hause und verlangen von ihr, dass sie Emmanuel nicht mehr sieht, bis er 18 ist. Tränen überströmt antwortet sie: Das kann ich Ihnen nicht versprechen. Es gibt unterschiedliche Versionen davon, was jetzt passiert. Eine besagt, dass Emmanuels Eltern ihn nach Paris schicken, um an dem vornehmen Lycée Henri IV sein Abitur zu machen. Die zweite, dass Brigitte ihn aus Amiens wegschickt. Ich habe Emmanuel gebeten, die Schule in Paris abzuschließen, weil es besser für ihn ist. Zu dem Zeitpunkt war nichts zwischen uns, aber die Gerüchteküche brodelte trotzdem. Vor seiner Abfahrt verspricht Emmanuel, zu ihr zurückzukommen. Sie lieben sich und wollen sich gegenseitig Zeit geben. Er verspricht, dass er für sie da sein und sie heiraten wird. Total romantisch und ritterlich. Ich habe gedacht, die Leidenschaft dauert nicht lange an. Das geht vorbei. Für die Osiers muss der Sommer 1994 schmerzhaft sein. Ich war noch sehr jung und wusste nicht viel. Als Kind stellt man seine Eltern nicht in Frage. Ich weiß nur, dass es sehr schnell zwischen den beiden ging. Es muss schwierig für sie gewesen sein, angesichts der Situation, in der sie steckten. Zu dem Zeitpunkt gab es eine Menge Gerüchte. Die Leute haben drauf losgeplappert, obwohl sie gar nichts wussten. Emmanuel ist dann sehr schnell nach Paris und man hat sie nicht mehr zusammen gesehen. Trotzdem rissen die Gerüchte nicht ab. Brigitte hat sehr darunter gelitten. Da seine Ehe in Trümmern liegt, zieht André-Louis nach Lille. Ich kann mich nicht genau erinnern. Die Dinge haben sich Schritt für Schritt entwickelt. Meine Eltern haben das gut gemacht. Sowohl mein Vater als auch meine Mutter haben immer versucht, uns zu schützen und alles so abzuwickeln, dass wir möglichst wenig darunter leiden müssen. Natürlich war es eine Trennung, aber ich habe keine genauen Erinnerungen an diese Trennung. Ich weiß, dass ich meinen Kindern schade, und das werfe ich mir vor. Aber wenn ich diese Entscheidung nicht getroffen hätte, hätte ich das Leben verpasst. Es ist eine schwierige Situation für Brigitte. Ihr Mann hat sich von ihr getrennt und Emmanuel ist in Paris. Ihr älterer Bruder Jean-Claude Trogneux übernimmt die Rolle des Familienpatriarchen von dem inzwischen sehr alten Vater. Jean-Claude wirft Brigitte vor, unmoralisch zu handeln und dem Ruf der Familie und der Firma zu schaden.
Gute Geschäfte und Gerüchte passen einfach nicht zusammen. Es hat Brigitte viel Mut abverlangt, weiter mit Emmanuel zusammen zu sein. Sie hat sich gegen ihre Familie und Amiens gestellt. Mit ihrer Familie war es weit schwieriger als mit den Bürgern von Amiens. Manchmal wurde sie nicht zum Essen eingeladen. Dann wurde sie eingeladen, aber Emmanuel nicht. Das war problematisch. Brigitte hat keinen Rückhalt mehr im Familienclan Trogneux. Den findet sie woanders. Unter anderem bei Manette, der Großmutter von Emmanuel Macron und seiner wichtigsten Bezugsperson. Brigitte Macron hat sie gekannt und für sich eingenommen. Ohne sie wäre das Paar vielleicht nicht zusammengeblieben. Sie haben die Zustimmung seiner Großmutter gebraucht. Und wie hat Brigitte sie von sich überzeugt? Indem sie über Literatur gesprochen hat. Besonders über Jean de La Fontaine, den die Großmutter verehrt hat. Indem sie sie regelmäßig besucht hat. Die beiden Frauen teilen aber noch mehr als die Liebe zur Literatur. Beide lieben die Freiheit. Und Emmanuel. Und im Namen dieser Liebe trifft Brigitte eine Entscheidung. Sie unterrichtet weiter an der La Providence, als wenn nichts passiert wäre. Aber sie ist auch bereit für den nächsten Schritt in ihrem Leben. Tradition und Bruch mit der Tradition. Brigitte vereint beides. Cette déflagration qui est vraiment... Es muss Liebe auf den ersten Blick für diesen sehr jungen Mann gewesen sein. Eine Liebesgeschichte, die sich abgespielt hat, als er 17 oder 18 war. Mehr wissen wir nicht. Mehr sagen sie uns nicht. Heute ist die Sichtweise auf die Geschichte reglementiert. Vielleicht könnte man noch mehr herausfinden, indem man einigen Angehörigen die Pistole auf die Brust setzt. Sie haben diesen Familienroman perfekt konstruiert. Ihren Roman, auch wenn er sozial gesehen eine riskante Angelegenheit war. Emmanuel war körperlich ein sehr junger Mann. Aber er war kein junger Mann, was seine Einstellung und seinen Charakter betraf. Zu dem, was dann folgte, muss man nicht viel sagen. Ihr Mann war nicht mehr da, Emmanuel ist zurückgekommen. Es gab keine Reibereien. Alles ist ganz sanft und auf eine sehr intelligente Weise abgelaufen. Mein Vater hat unter der Woche in Lille gearbeitet. Meine Schwester und ich waren bei unserer Mutter. Am Wochenende war ich bei meinem Vater und meine Mutter bei Emmanuel in Paris. Er hat dort studiert. Emmanuel macht ein 1er-Abitur, studiert 3 Jahre Literatur, versucht zweimal vergeblich an der ENS Paris aufgenommen zu werden. Schafft es auf die Sciences Po in Paris und später auf die ENA in Straßburg. Als Emmanuel die ENA abgeschlossen hatte, wurde er plötzlich akzeptiert. Jetzt war er nicht mehr der kleine Junge, sondern der Absolvent einer Eliteschule, der brillante Zukunftsaussichten hatte. Plötzlich haben die Leute Emmanuel Macron in einem anderen Licht gesehen. Sie hatte die Fähigkeit, andere zu inspirieren, ihr Bestes zu geben. Bildhaft gesprochen, sie wusste genau, wie man einen großen Wein keltert. Sie haben sich für circa 10 Jahre nur am Wochenende gesehen und ein paar Mal zusammen Urlaub gemacht. Aber diese Zeit hat sie noch stärker zusammengeschweißt. Zehn Jahre lang führen sie eine Fernbeziehung. Brigitte leidet sicher darunter, aber sie lässt sich nichts anmerken. Was einen an dieser außergewöhnlichen Geschichte fasziniert, ist ihr gleichbleibend strahlendes Lächeln. Was auf diesen Schulfotos zu sehen ist. Brigitte Ozière hat ihre große Liebe gefunden und nimmt ihr Schicksal an.
Le Touquet, Oktober 2007. Die Hochzeit, die er ihr versprochen hat, findet statt. Irgendwann hat Brigitte zu mir gesagt, Emmanuel will, dass wir heiraten. Aber sie hatte Vorbehalte. Erst wollte sie nicht. Das hat sie mir anvertraut. Es war nicht ihr Wunsch. Ich habe entgegnet, warum nicht? Und sie, aber er ist doch viel zu jung. Ich habe geantwortet, du musst es machen. Und sie, aber vielleicht will er Kinder. Daraufhin habe ich zu ihr gesagt, Brigitte, du bist doch so glücklich mit ihm. Umarme das Glück, heirate ihn. Brigitte Trogneux, nehmen Sie Emmanuel Macron zum Ehemann? Ja. Emmanuel Macron, nehmen Sie Brigitte Trogneux zur Ehefrau? Ja. Brigitte ist geschieden, also können sie nicht kirchlich heiraten. Aber die wichtigen Symbole sind vereint. Weißes Kleid, Brautstrauß, Reden. Wir sind beide sehr glücklich, dass ihr heute alle da seid und uns in diesem wichtigen Moment begleitet. Jeder einzelne von euch war in den letzten 13 Jahren Zeuge dessen, was wir durchgemacht haben. Ihr habt es akzeptiert und uns zu den Menschen gemacht, die wir heute sind. Unsere Beziehung ist vielleicht ungewöhnlich, vielleicht sind wir kein normales Paar, auch wenn ich dieses Adjektiv nicht mag. Aber wir sind ein Paar, und zwar dank euch. Ich möchte euch danken, dass ihr uns akzeptiert und uns so liebt, wie wir sind. Und ich möchte besonders den Kindern von Brigitte danken. Denn wenn es für jemanden nicht leicht war, dann für sie. Dank ihnen stehen wir heute hier. Ich wusste von Anfang an, dass die Beziehung zwischen Emmanuel und meiner Mutter etwas Ernstes ist. Das konnte man sehen. Das gleiche Interesse für die Literatur, für das Theater. Eine Leidenschaft für Kultur und Wissenschaft. Sie sind fast wie Seelenverwandte. Das Idealbild einer großen Liebe, Emmanuel und meine Mutter. Wenn sie zusammen sind, existiert die Welt um sie herum nicht mehr. Emmanuel adoptiert die Sippe seiner Frau und akzeptiert, dass er mit ihr keine eigenen Kinder haben wird. Nach der Hochzeit ziehen die Macrons zunächst in das Ferienhaus in Touquet, das Brigitte geerbt hat. Hier schaffen sie für sich und ihre Patchwork-Familie ein Zuhause. Seine Kinder oder vielmehr Stiefkinder sind in seinem Alter und er ist sogar schon Großvater oder Stiefgroßvater, ich weiß nicht, wie man das nennt. Eine völlig neue Familienkonstellation. Interessanterweise ist es ihm gelungen, das Bild einer traditionellen Familie zu entwerfen, obwohl es in Wahrheit eine völlig neue Art Familie ist. Eine Familie, die man so noch nie gesehen hat. Er hat sich eine Familie, eine Identität und eine Rolle geschaffen über die Familie von Brigitte Macron. Das hat was sehr Originelles. Vielleicht hat er sich in Brigitte verliebt, weil er mit ihr Grenzen sprengen kann. Und er hat gleichermaßen ein Bild von Brigitte Macron erschaffen und es in den Medien verankert. Im Herbst 2007 ziehen Brigitte und Emmanuel Macron zusammen nach Paris. Für beide ist das ein wichtiger Schritt, denn sie wollen nichts weniger als Paris erobern. Emmanuel arbeitet im Finanzministerium. Brigitte unterrichtet an einer der bekanntesten Eliteschulen in Frankreich, der Saint-Louis de Gonzague. Die Reichen und Mächtigen schicken hier ihre Kinder hin.
Die neue Lehrerin, die von den Schülern BAM genannt wird, eine Abkürzung für Brigitte Ozière-Macron, erregt schnell Aufmerksamkeit. An ihrem ersten Tag trug sie High Heels und eine enge Lederhose. Sie war anders als die anderen Lehrer. Ich habe mir gedacht, mein Sohn hat recht, sie hat was, ich mag sie. Und ich mag ihren Look. Im 16. Arrondissement kleiden sich die Leute sonst eher klassisch. Also war es erfrischend, als sie aufgetaucht ist. Unsere Männer sind auf ihre Beine abgefahren. Sie fiel auf. Ihre Klassen waren anstrengend. Sie hat keine Sekunde nachgelassen. Ich weiß nicht, wo sie diese Energie hergenommen hat. Sie war einfach eine begeisterte Lehrerin. Sie hat uns gesagt, dass sie jeden Morgen 2 Kiwis isst. Das war ihr großes Ding. Brigitte findet schnell ihren Platz an diesem Traditionsinstitut. Trotzdem erwähnt sie ihren Schülern gegenüber ihre außergewöhnliche Ehe mit einem viel jüngeren Mann. Sie hat uns von ihren Töchtern und ihren Enkeln erzählt. Sie war Großmutter und erschien gleichzeitig mit Monsieur Macron auf Schulfesten. Oder sie lief Hand in Hand mit ihm durch einen Gang voller Schüler. Es war also kein Geheimnis. Sie hat immer darüber gesprochen. Für uns war das nichts Besonderes. Als Französischlehrerin hat sie viele Schüler unterrichtet, die aus extrem einflussreichen Familien stammen. Unternehmer, Rechtsanwälte. An der Schule hatten die Macrons die Möglichkeit, sich neue soziale Kreise zu erschließen. Für Brigitte, die jetzt schon über 50 ist, gehören die Jahre 2007 bis 2012 sicher zu den glücklichsten ihres Lebens. Sie folgt ihrer Berufung in einem extrem privilegierten Rahmen. Und der Mann ihres Lebens macht eine vielversprechende Bankkarriere. Die Macrons lieben sich nicht nur, sie sind ein starkes Team. Sie erweitern ihren Einflussbereich wie Figuren aus den Romanen von Balzac, Stendhal und Maupassant, ihren Lieblingsautoren. Ils ont un rapport. Für sie war Paris der Ort, an dem sie alles erreichen können. Das hatte sicher auch mit ihrer Liebe zur Literatur des 19. Jahrhunderts zu tun. Hier werden das individuelle Schicksal und der soziale Aufstieg beschworen. In Paris haben sie wichtige Leute kennengelernt. 2012 stellt der einflussreiche Funktionär Jean-Pierre Jouyet seinem Freund François Hollande den jungen Bankier vor. Während des Präsidentschaftswahlkampfes lässt sich der Kandidat der Sozialisten von Macron in Wirtschaftsfragen beraten. Nach der Wahl Hollandes ernennt er Macron zum Generalsekretär des Präsidenten im Élysée-Palast. 2 Jahre später gibt Macron den Posten auf und verlässt den Élysée-Palast. Aber die Freiheit ist nur von kurzer Dauer. Ende August 2014 genießt er den Spätsommer mit Brigitte in Le Touquet. Dort erhält er einen Anruf. Der Wirtschaftsminister Arnaud Montebourg ist zurückgetreten. Jetzt bietet man ihm den Job an. Mit 36 Jahren wird Emmanuel Macron Wirtschaftsminister. Jetzt ist er in der Welt der Politik angekommen, einer völligen Parallelwelt. Man ist von einem Team umgeben, dessen Aufgabe es ist, einen zu schützen. Das einem aber auch schmeichelt und einen ständig bestärkt. Man ist von Leuten umgeben, die einen genial finden. Ihr Mann steht sehr schnell im Rampenlicht, wird aber auch heftig angegriffen. Das bringt sie ein bisschen aus dem Gleichgewicht. Für sie geht das alles viel zu schnell. Ihr war klar, sobald er sich als Politiker einen Namen macht, wird das ganz bestimmte Frauen anziehen, wie das Licht die Motten. Ich konnte sie gut verstehen und habe zu ihr gesagt, komm zu mir zum Essen und ich schenke dir eine Fliegenklatsche. Wir hatten viel Spaß an dem Abend.
Bercy, September 2017. Der junge, ungezwungen auftretende Minister, der so ganz anders ist als andere Politiker, fasziniert die Presse. Die sich vor allem fragt, wer ist Madame Macron? In den Redaktionen ist man sich sicher, dass die Leser sie besser kennenlernen wollen. Sobald Emmanuel Macron Minister geworden war, wurden die ersten Bilder des Paars gehackt. Die gesamte Presse hat sich plötzlich für dieses ungewöhnliche und faszinierende Paar interessiert. Brigitte, die die Gerüchteküche, den Tratsch und die gesellschaftliche Ächtung schon in Amiens erlebt hat, macht sich Sorgen. Seit dem Schulbeginn 2014 warnt sie ihre Schüler vor der Presse. Am ersten Tag hat sie sofort ihre neue öffentliche Rolle angesprochen und uns gesagt, dass ihr Mann jetzt Wirtschaftsminister in Bercy ist. Sie hat klar gemacht, dass ihr Privatleben niemanden etwas angeht und sie nicht möchte, dass wir mit der Presse sprechen. Sie wollte auf keinen Fall in einen Medienrummel hineingezogen werden. Ohne Erfolg. Nur einige Tage später erscheinen in einem Klatschblatt Fotos des Paares mit der Überschrift »Verheiratet mit seiner früheren Lehrerin«. Sie hat zu ihren Schülern gesagt, Leute, rennt nicht gleich zum Kiosk, ich erkläre es euch. Ich bin die Frau eines sehr schlauen Mannes, der einen interessanten Job hat. Die Kinder haben sie mit großen Augen angesehen und gestaunt. Wow, er ist Minister. Das Paar zieht nach Bercy. Im ersten Jahr unterrichtet Brigitte weiter. Es wirkt fast so, als hoffe sie, dass dieses politische Amt nur ein Intermezzo bleibt. Jeden Morgen fährt sie mit der Metrolinie 6 von Bercy zur Schule. Es wurde nur sehr wenig über Politik gesprochen. Sie hat zu uns gesagt, außerhalb der Schule geht es ständig um Politik. Hier möchte ich mich auf die Stunde und die Literatur konzentrieren. Man hat gemerkt, dass sie an der Schule dem ganzen Rummel, der um sie und um ihren Mann entstanden war, entkommen wollte. Sie hat über ihre medialen Fehltritte gesprochen. Wissen Sie, welchen ich meine? Es gibt ein Wort dafür, dass man etwas intellektuell durchdringt. Penetrieren? Montaigne hat gesagt, dass man alles mit seinem Verstand penetrieren muss. Wichtig, um Fortschritte zu machen. Wir penetrieren ständig alles. Das kam nicht gut an. Alle haben darüber gesprochen. Ihr war es super unangenehm. Denn das war überhaupt nicht, was sie sagen wollte. Anscheinend ist es öfter passiert, dass Emmanuel ihr einen Rippenstoß gegeben und gesagt hat, jetzt ist aber gut. Neben den Fauxpas vor der Kamera ist es für Brigitte schwierig, ihren Beruf mit dem Amt ihres Mannes unter einen Hut zu bringen. Er arbeitet ständig, ich sehe ihn nicht mehr. Und das, obwohl wir nicht getrennt sein können, hat sie einmal gesagt. Als das Loi Macron verabschiedet wurde, hat sie uns erzählt, dass sie ihren Mann nur noch sehr selten sieht. Dass sie abends oft die Übertragung aus dem Parlament im Fernsehen anschaltet und dann vor dem Fernseher einschläft. Mir war klar, dass jetzt alles davon abhängt, was Emmanuel für die Beziehung tut. Auf die eine oder andere Weise war es notwendig, dass sie zusammen eine Entscheidung treffen, damit das Ganze weiter funktioniert. Im Juni 2015 gibt Brigitte Macron ihren Job auf. An ihrem letzten Tag schenken ihre Schüler ihr ein Fußballtrikot. Alle finden es schade, dass sie ihren Beruf an den Nagel hängt. Ich habe sie gefragt, warum hören Sie auf? Und sie, ich möchte Emmanuel bei seinem Job zur Seite stehen. Ich brauche mehr Zeit. Obwohl sie eine Grenzgängerin ist, rutscht sie wieder in die traditionelle Frauenrolle. Sie gibt ihren Job auf, um ihren Mann zu unterstützen.
Dass sie aufgehört hat zu unterrichten, war sicher keine leichte Entscheidung. Immerhin war es für sie eine Lebensaufgabe. Rückblickend kann man sagen, dass das Paar in Wahrheit ab diesem Zeitpunkt Ambitionen auf das Präsidentenamt hatte. Im gleichen Monat treten die beiden zum ersten Mal gemeinsam bei einem Staatsbankett auf. Sie stellen sich den Fotografen im Hof des Élysée-Palastes. Für die Öffentlichkeit ist Brigitte Macron noch immer eine Unbekannte. Man hat Brigitte Macron als eine Frau aus der Provinz gesehen. Schüchtern und ungelenk im Umgang mit den Medien. Ihre Rolle wurde völlig unterschätzt, obwohl sie entscheidend war für den sozialen Aufstieg von Emmanuel Macron, seinen Ambitionen und seiner fulminanten Karriere. Emmanuel Macron drängt darauf, dass seine Frau in Bercy an seiner Seite ist. Ich habe zugestimmt. Das hilft ihm. Ich weiß genau, was er braucht. Emmanuel hat durchgesetzt, dass Brigitte für ihn arbeitet. Sie hat bei Kabinettssitzungen assistiert. Sie hatte also einen Einblick in den Kalender ihres Mannes. Das hat die Sache sicher leichter für ihn gemacht. Wenn er Auftritte im Fernsehen oder bei Debatten hatte, hat er sie immer gebeten, ihm genau zu sagen, was sie von seiner Selbstdarstellung gehalten hat. In Bercy ist sie auch als eine Art PR-Agentin für ihren Mann tätig. Sie kümmert sich darum, wie er in den Medien präsentiert wird. In politischen und ökonomischen Kreisen kennt man sie inzwischen. In der breiten Öffentlichkeit ist immer noch wenig über sie bekannt. Sie ist sehr nützlich für ihn, weil sie ihm Brücken zu Künstlern und Leuten im Kulturbetrieb baut. Ihre Rolle geht über die traditionelle Rolle der Frau von hinaus. Brigitte weiß genau, wie sie wirkt. Nach Theatervorstellungen sorgt sie dafür, dass sich Emmanuel hinter den Kulissen mit Künstlern treffen kann. Sie stellt Kontakte her, verteilt Komplimente, lässt ihren Charme spielen. Ich denke, sie hat das aus eigenem Antrieb gemacht. Sie ist ja jemand, der sich für Literatur begeistert und viel liest. Auf der anderen Seite hat sie viele Jahre in der Provinz gelebt und sich von dieser glamourösen Welt angezogen gefühlt. Wie die Leute die Gala lesen. Dass sie jetzt Teil dieser Welt ist, hat ihr gefallen. Die gesellschaftliche Weihe erhält das Paar mit diesem Foto. Man sieht die Macrons auf dem Geburtstag der Schauspielerin Lynn Renault. Anwesend sind Vanessa Paradis und der inzwischen verstorbene Johnny Hallyday, einer der populärsten Sänger in Frankreich. Man weiß jetzt, dass die beiden ab 2014, 2015, vielleicht sogar schon vorher, immer öfter zu Empfängen, Abendessen oder einfach zum Brunchen eingeladen haben. Brigitte Macron hat dabei eine entscheidende Rolle gespielt. Sie hat bestimmte Personen eingeladen, um den sozialen Radius ihres Mannes zu erweitern. Wir waren auf einem Boot auf dem Fluss. Es war toll. Die Bewegung des Wassers, die Lichter von Paris. Und ich muss sagen, dass sie sehr aufmerksam und freundlich waren. Böse Zungen behaupten, dass Emmanuel Macron in den ersten 8 Monaten als Wirtschaftsminister 80% seines Gehalts für repräsentative Zwecke ausgibt. 120.000 Euro. Die Charmoffensive kostet, aber die VIPs überschlagen sich mit Komplimenten. Der Fernsehmoderator Stefan Bern spricht von einer tollen Frau. Lynn Renault verehrt das Paar. Der Schauspieler Fabrice Lucchini teilt mit ihnen die Liebe zum Theater. Der Autor Philippe Besson arrangiert eine Pressekonferenz auf der Seine mit den beiden. Die Macrons verkehren ab jetzt in den besten Kreisen. Ein cleverer und kostenloser Weg, in der französischen Öffentlichkeit bekannter zu werden. Bei Leuten, die keine seriösen Tageszeitungen lesen. Aber das Paar belässt es nicht dabei. April 2016. Der junge Minister gründet eine neue Bewegung, En Marche. Dafür kehrt er in seine Heimatstadt zurück,
die er vor mehr als 20 Jahren unter schwierigen Umständen verlassen hat. Rache oder nur eine Anspielung? In der ersten Reihe seine Mutter, seine Frau und seine Stieftochter. Der Graben zwischen rechts und links behindert uns heute in vielerlei Hinsicht. Das habe ich im Parlament selbst erlebt. Als er seine Bewegung in Amiens gegründet hat, wusste ich, dass er Größeres vorhat. Aber er war ganz allein. Ich habe mir gedacht, was für eine Chuzpe. Und den Beweis für diese Chuzpe liefert er eine Woche später. Zum ersten Mal ist das Paar auf der Titelseite von Paris Match zu sehen, mit der Schlagzeile »Zusammen auf dem Weg zur Macht«. Brigitte hat hier ihre Finger im Spiel, Kraft ihres Amtes im Wirtschaftsministerium. Sie plaudert aus dem Nähkästchen über ihre große Liebe und ihre Familie, umrahmt von Bildern aus dem Familienalbum. Indem Emmanuel Macron sich und Brigitte als Paar in den Vordergrund stellt, gelingt es ihm, einen größeren Bekanntheitsgrad zu erreichen. Dieser Minister ist ja nur einer unter vielen, auch wenn er sehr jung und ganz offensichtlich brillanter als seine Kollegen ist. Er muss ein Bild von sich in der kollektiven Vorstellung erschaffen. Er tut das, indem er sich mit einer Frau zeigt, die 24 Jahre älter ist als er. So bekommt er Aufmerksamkeit in einer Gesellschaft, die immer noch sehr patriarchalisch ist. Die Klatschpresse hilft Politikern seit jeher auf dem Weg zur Macht. Aber diesmal geht ein Aufschrei der Empörung durchs Land. Der Minister, der sich zu der Zeit in London aufhält, macht einen Rückzieher. Er geht sogar so weit zu sagen, dass Brigitte naiv war, diesen Artikel zu autorisieren. Meine Frau, die mir sehr wichtig ist, hat mit einer Journalistin von Paris Match gesprochen. Meine Frau ist kein Medienprofi und bedauert es jetzt sehr. Sie wird jeden Tag von Journalisten verfolgt. Es war eine Dummheit. Meine Frau und meine Familie sind das Wichtigste in meinem Leben. Es ist keine Strategie, sondern einfach nur falsch gelaufen. Und es wird nicht wieder passieren. Brigitte soll die Familienfotos aus Unwissenheit weitergegeben haben, ohne zu ahnen, welche Konsequenzen das hat. Die beiden sind ein Powerpaar. Sie wissen, was sie wollen. Ich sag nur, gut gespielt. Mit den Macrons auf der Titelseite schnellen die Verkäufe von Paris Match um 50% nach oben. So wie es sonst nur ein Titelblatt mit Charlotte von Monaco vermag. Das Phänomen Macron verkauft sich. Also zeigt sich das Paar weiter in der Klatschpresse, immer im Hinblick auf die Präsidentschaftswahlen. Die erste Etappe einer PR-Offensive, die sich auszahlen wird. Die zweite Etappe beginnt am 30. August 2016. An diesem Tag kündigt Emmanuel Macron an, dass er seinen Posten als Wirtschaftsminister aufgeben wird. 3 Monate nachdem er Bercy verlassen hat, verkündet er, dass er für das Amt des Präsidenten kandidieren wird. Es ist eine wichtige Etappe. Ich bin bereit. Ich kandidiere für das Präsidentenamt. Versteckt hinter einer leicht getönten Brille zeigt Brigitte keine Gefühle. Sie weiß, dass sie während der nächsten 6 Monate an der Seite ihres Mannes sein muss. Tag und Nacht, koste es, was es wolle. Brigitte Macron ist die wichtigste Frau in Emmanuel Macrons Leben. Sie hat ihn in viele Lebensbereiche eingeführt. Deswegen hat sie einen Einfluss auf ihn, der sehr selten und erstaunlich ist. Sie sind ein besonderes Paar. Und Emmanuel Macron hat das für seine Kampagne benutzt. Ich bin bereit. Ich bin seit 20 Jahren bereit. Als sie sich kennengelernt haben, hat sie sich vermutlich gewünscht, dass er Schriftsteller wird. Das ist für sie die ultimative Berufung. Aber als ihr klar wurde, dass er Präsident werden will, hat sie ihn unterstützt, ohne es wirklich zu wollen. Sie hat ihn begleitet, aber sie hat ihn nicht zum Politiker gemacht. Er hat mit einem sehr kleinen Team angefangen und hatte vielleicht 100 Unterstützer. Der Erfolg war ungewiss. Im Grunde gab es eine nur sehr geringe Chance, dass er gewinnt. Und das haben auch alle gesagt.
Sie hat ihn unterstützt, im Sinne von in guten und in schlechten Zeiten. Als ich sie kennengelernt habe, hat sie zu mir gesagt, mein Mann muss jetzt gewählt werden, denn in 5 Jahren wird er ein Problem haben, meine Visage. Es ist wirklich ein Drahtseilakt für diese Frau. Ich hatte keine Angst, weil ich weiß, wie anpassungsfähig sie ist, wie sehr sie kämpfen kann und wie stark sie ist. Aber ich hatte Angst, dass sie plötzlich Zwängen ausgesetzt sein könnte, die sie nicht gewählt und auch nicht gewollt hat. Jetzt gab es kein Zurück mehr. Aber sie hat nie gesagt, dass sie es bereut, sondern immer nur, ja, es ist hart, es ist beschwerlich, aber wir schaffen das. Brigitte wiederholt das Erfolgsrezept von Bercy. Sie koordiniert die Arbeit im Hauptquartier von En Marche. Sie kümmert sich um Beschwerden, überprüft die Agenda, beantwortet Anfragen und sie zeigt, wozu sie fähig ist. Sie war Lehrerin. Sie weiß, wie man mit Gruppen umgeht. Sie kann die Stimmung der Leute, die sie vor sich hat, lesen und darauf aufbauen. Man darf nicht zu schnell sprechen, man braucht die richtige Körpersprache, die Stimme muss tragen. Die Katze lässt das Mausen nicht. Brigitte Macron ist bei allen Meetings dabei. Sie bestimmt, manchmal sogar ein bisschen autoritär, wenn notwendig. Meistens akzeptiert er das, dann aber auch wieder nicht, weil er denkt, dass er recht hat, dass ihre Kritik ungerechtfertigt ist. So ist das zwischen den beiden. Bald macht sich das Team des Kandidaten Sorgen, dass Brigitte zu präsent ist. Basierend auf Meinungsumfragen war ein Teil von Emmanuel Macrons Stab der Meinung, dass Brigitte zu protzig auftritt und zu populär ist, in einem schlechten Sinn. Dass es vielleicht gut wäre, wenn sie sich während der Kampagne zurückhalten würde und dass sie weniger an Meetings ihres Mannes teilnehmen soll. Aber dazu ist es nicht gekommen, weil Brigitte Macron sich durchgesetzt hat. Außerdem hat das Team schnell begriffen, dass sie ein Ass im Ärmel von Emmanuel ist, was sein Verhältnis zu den Franzosen angeht. Sie wird verdächtigt, die Fäden der Kampagne zu ziehen. Aber in Wahrheit spricht sie einfach nur gerne mit den Leuten, die sie trifft. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Brigitte Macron hat als Stimmungsbarometer funktioniert. Wenn die Kandidaten im ganzen Land unterwegs sind, sind sie von Kameras und Mikrofonen umgeben. Man sieht sie kaum. Die Leute sind zum Rand des Trosses gekommen, wo sie meist stand, und haben mit ihr gesprochen. Sie ist die empathischere von beiden. Sie versteht es, die Leute einzunehmen. Sie wirkt sehr natürlich. Und wenn sie sich in einer Gruppe befindet, welcher Art auch immer, ist sie es, die die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Für die Leute, die mit ihr reden, ist sie schon jetzt die Première Dame. Brigitte Macron spielt die Rolle der Mutter, die einem Sicherheit gibt, mit der man sprechen kann, die einen in den Arm nimmt und mit einem fühlt. Die Rolle der Mutter, die zum Vater geht und sagt, unsere Kinder brauchen das und das. Die Gesellschaft fällt auseinander. Das und das muss verändert werden. Es ist eine Rolle, die sie spielt. Die Kampagne fand nach einer 5-jährigen Regierungszeit ohne Première Dame statt. In der Vorstellung der Leute hatte da etwas gefehlt. Wo ist Brigitte? Wo ist Brigitte? Das muss Brigitte sehen. Und sie bleibt immer 2, 3 Schritte hinter ihm. Aber er sucht sie. Er will, dass sie neben ihm steht. Er will ihre Hand nehmen. Er braucht sie. Und sie hat nur ein Ziel. Sie will, dass er Erfolg hat. Sie will ihn unterstützen und ihm niemals eine Last sein. Emmanuel Macrons Popularität nimmt rasant zu.
Im Frühling 2016 geht dann plötzlich das Gerücht um, dass er mit Brigitte Macron nur eine Scheinehe führt, dass er in Wahrheit homosexuell ist und eine Beziehung mit dem Chef eines großen Medienhauses hat. In den Redaktionen, in den Cafés von Paris und schließlich im ganzen Land spricht man von nichts anderem. Es gibt nur einen Grund für dieses Gerücht, den Altersunterschied. Außerdem hat es mit einer gewissen Homophobie zu tun. Ein so attraktiver Mann kann doch nicht wirklich in eine Frau verliebt sein, die 24 Jahre älter ist. Das Paar hatte den Vorteil, dass es sowohl von den Franzosen als auch von der Pariser Elite und den Mächtigen akzeptiert wurde. Dort hat man die Macrons für ein kurioses Paar gehalten. Normalerweise ist ein Politiker schon länger mit einer Frau verheiratet, bevor er Präsident der Republik wird. Und man unterstellt ihm Seitensprünge, weil das zu einem klassischen französischen Politiker dazugehört. Oder er hat eine viel jüngere Frau. Dieses Paar ist völlig anders und das stört einige Leute. Dass ein Mann mit einer Frau zusammen ist und sie nicht betrügt, ist für die Pariser Elite sehr merkwürdig. Es waren Leute aus diesen Kreisen, die das Gerücht über Emmanuel Macron in Umlauf gebracht haben, weil sie letztendlich nicht an die beiden geglaubt haben. Brigitte hat erst wenig Erfahrung mit den Strategien des politischen Establishments. Sie nimmt sich die Gerüchte zu Herzen. 20 Jahre nach Amiens ist sie wieder das Ziel von Anspielungen und anonymen Anrufen. Sie musste sich ein dickes Fell zulegen. Denn von Zeit zu Zeit ließ sie sich ihre Zweifel, ihre Unsicherheiten und ihre Sorgen anmerken. Es war heftig für sie. Sie verlangt von ihrem Mann, dass er reagiert. Um die Gerüchte zu entkräften, engagiert das Paar Mimi Marchand, eine bekannte PR-Agentin, die den Spitznamen Mata Hari der Paparazzi hat. Sie haben sich mit ihrem Image, ihrem Leben und ihrer Familie Mimi Marchand anvertraut, die eine extrem professionelle PR-Frau ist. Das Ziel war, genau das Image aufzubauen, das sie wollen, sich genau so zu präsentieren, wie sie es sich wünschen. Die Fotografen von Mimi Marchand im Schlepptau stellen sich die Macrons zur Schau. Immer verliebter wirkt das Paar, immer mehr Nähe strahlt es aus, immer mehr Glück. Der Höhepunkt ist diese Ausgabe von Paris Match im August 2016. Brigitte Macron im Badeanzug. Gewagt. Mimi Marchand überredet sie dazu. Wer deine tollen Beine sieht, der kann keinen Zweifel an der sinnlichen Natur eurer Beziehung haben. Aber die Fotos reichen nicht aus, um die Gerüchte einzudämmen, die sich im Internet immer weiter verbreiten. Brigitte nutzt jeden passenden Moment, um etwas zu dem Thema zu sagen. Wie zum Beispiel hier, als sie für ein Meeting geschminkt wird. Sie hat von sich aus über die Gerüchte, dass Emmanuel Macron homosexuell ist, gesprochen. Ich hätte mich sicher nicht getraut, dieses Thema sofort anzuschneiden. Für mich wäre das ein bisschen schamlos oder anmaßend gewesen. Sie hat von sich aus gesagt, wie schmerzhaft es für sie ist. Und da ist mir klar geworden, dass das ein Teil der Strategie ist, gegen das Gerücht vorzugehen, indem sie sich offen dazu äußern. Ich war der Meinung, dass Schweigen besser ist. Denn wenn man über ein Gerücht spricht, dann bestärkt man es. Und man sorgt dafür, dass es in der seriösen Presse Einzug hält. Nur kurz darauf veröffentlicht Le Monde einen zweiseitigen Artikel, der sich mit der Rufmordkampagne gegen Emmanuel Macron beschäftigt. Die Antwort folgt auf dem Fuß im Magazin Tattoo. Hier erklärt der Kandidat: Wenn ich homosexuell wäre, würde ich es sagen. Auf der Titelseite von Closer ist zu lesen: Nein, er ist nicht schwul. Aber all das hilft nichts. Macron wird klar, dass das Abstreiten kein Gewicht hat. Er sucht die Flucht nach vorn.
Emmanuel Macron hat sich den Gerüchten gestellt und sich ganz offen dazu geäußert. Das gab es vorher noch nie, dass ein Politiker ein Gerücht aufgreift, öffentlich während einer Wahlkampfveranstaltung und sagt, Sie haben doch sicher von diesem Gerücht gehört. Wenn Sie in den Medien hören, dass ich ein Doppelleben mit Mathieu Gallet führe oder was auch immer, dann muss es sich um mein Hologramm handeln. Ich kann es nicht sein, denn ich kenne ihn nicht. Es gab einen Aufschrei unter PR-Profis. Sie waren der Meinung, dass es ein Fehler ist, ein Gerücht aufzugreifen, dass man ihm damit nur neue Nahrung gibt. Aber das ist nicht passiert. Die Gerüchteküche, die die Medien so lange beschäftigt hat, schafft es nicht, der Kampagne von Emmanuel Macron zu schaden. Bis zu seinem Sieg inszeniert er sein öffentliches und sein privates Leben erfolgreich. Und Brigitte ist omnipräsent. Das Paar ist unzertrennlich. Man sieht sie immer Hand in Hand. Das Bild, das sie abgeben, ist für viele Männer völlig unverständlich und für die Frauen sehr befriedigend. Ich habe das Unmögliche geschafft. Es gibt kein Tabu. Ich kann Grenzen überschreiten. Ich bin frei. Auch auf die Gefahr hin, dass ich die Leute schockiere. Ich habe alles für meine Liebe zu Brigitte gegeben. Und ich werde alles für die Franzosen geben. Für die Frauen ist Emmanuel Macron ein Verbündeter. Dank Brigitte gilt er fast als feministischer Mann, der sich für die Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen einsetzt, wofür er grundsätzlich eigentlich gar nicht steht. Am Internationalen Frauentag am 8. März halten Brigitte und Emmanuel Macron eine Wahlkampfveranstaltung im Théâtre Antoine ab. Liebe Frauen, ich bin jeden Tag draußen auf den Straßen unterwegs und Frauen sagen zu mir, weiter so, wir lieben Sie. Und das ist für mich extrem wichtig. Ich mache das für Sie. Während des Wahlkampfs hatte sie eine wichtige Rolle. Aber diese Rolle war sehr eng gesteckt. Sie hat ihn emotional und psychologisch unterstützt. Sie hat ihm geholfen, Ideen zu entwickeln. Aber mehr war es auch nicht. Sie ist nicht eines Morgens aufgewacht und hat sich gedacht, ich möchte Première Dame werden. Ich denke, er ist der Ehrgeizigere. Gegen Ende des Wahlkampfs hat sie Blut geleckt und sich dann doch sehr schnell im Élysée-Palast gesehen. Und das, obwohl sie es immer dementiert hat. Ich lebe nicht in der Zukunft. Das stimmt sicher nicht ganz. Und Emmanuel Macron hat völlig in der Zukunft gelebt. Was dann folgt, geht in die Geschichtsbücher ein. Am 7. Mai 2017 feiert Emmanuel Macron seinen Sieg auf der Esplanade du Louvre. Wie gewohnt, wie immer, wie seit über 20 Jahren ist Brigitte an seiner Seite. Am Abend des zweiten Durchgangs hat er zu ihr gesagt, falls du dich jetzt 24 Stunden ausruhen willst, vergiss es. Und sie, ich bin nicht mal von einer Stunde ausgegangen. Während des Wahlkampfs soll Brigitte lachend gesagt haben, hoffentlich ist es bald vorbei. Aber nichts ist vorbei. Im Gegenteil, das ist erst der Anfang. Mai 2017, Élysée-Palast. Der neue Präsident der Französischen Republik wird in sein Amt eingeführt. Da es in der fünfjährigen Amtszeit von François Hollande keine Première Dame gegeben hat, wartet die Frau von Generalsekretär Jean-Pierre Jouyet auf der Treppe. Sie ist als Erste vor ihm durch den Hof des Élysée-Palastes gelaufen.
Fotografen, roter Teppich. Sie ist die Treppe hochgestiegen. Ich habe sie empfangen. Das Protokoll ist sehr streng. Das heißt, wir mussten durch einen kurzen Gang gehen und uns dann 20 Minuten in einem kleinen Salon aufhalten und ein bisschen Smalltalk machen. Es war sehr berührend, denn wir sind dabei an ihrer Familie vorbeigekommen. Sie hat ihre Kinder und ihre Enkel umarmt. Für eine kurze Zeit ist sie in die Rolle der Oma geschlüpft. Sie hat dafür gesorgt, dass ihre Enkel saubere Hände haben, sie die Kissen nicht mit Marmelade beschmieren und ihren Orangensaft trinken. Zur gleichen Zeit kam ihr Mann an und wurde von dem scheidenden Präsidenten François Hollande auf der Treppe empfangen. Sie hat sich mir gegenüber hingesetzt und hatte kurz einen Moment des Zweifels. So als würde sie sich fragen, auf was habe ich mich eingelassen? Die Franzosen haben einen neuen Präsidenten gewählt und damit ein Paar, das fest entschlossen ist, im Élysée-Palast zu leben. Präsident Macron will ein nationales Symbol wieder aufwerten. Ein Symbol, das schon seit vielen Amtszeiten, außer vielleicht bei Chirac, keine Rolle mehr gespielt hatte. Der zweite Aspekt ist, dass er dort als Paar leben will. Präsident ist man Tag und Nacht. Und deswegen braucht er seine Frau Tag und Nacht an seiner Seite. Das ist etwas völlig Neues, aber für Präsident Macron selbstverständlich. Um ein glücklicher Präsident zu sein, muss man mit seiner Frau glücklich sein. Emmanuel Macron bezieht den Élysée-Palast zusammen mit Brigitte. Er hat viel Arbeit vor sich und sie ist da. Sie ist ständig an seiner Seite. Das gibt ihm mehr Kraft für das Präsidentenamt. Sie macht den Eindruck, in ihrer Rolle als Première Dame glücklich zu sein. Und das gab es bis dahin ja nicht oft. Außer Bernadette Chirac, die es geliebt hat, die Frau des Präsidenten zu sein, haben die meisten anderen gesagt, dass es ein Haus des Unglücks ist. Der berühmte Fluch des Élysée-Palastes. Sie hat immer gesagt, warum muss man im Élysée-Palast unglücklich sein? Dort ist man unglücklich, wenn man frei sein will. Natürlich leidet sie darunter, im Élysée-Palast eingeschlossen zu sein. Sie geht an der Seine und in den Tuilerien mit ihrem Staatssekretär spazieren, um frische Luft zu schnappen. Mit einer Kappe und ein bisschen inkognito, sonst würden die Leute ständig Selfies mit ihr machen wollen. Meine Mutter wird ihre Freiheit nie aufgeben. Sie wird sich immer Freiräume suchen. Das wird sich nie ändern. Denn nur so kann sie ihre Kraft und ihre Energie aufrechterhalten. Eine Frage ist berechtigt. Im Wahlkampf hat Brigitte Macron eine ganz bestimmte Rolle gespielt. Welche Rolle spielt sie als Première Dame? Es ist schwierig. Nach der Dynamik des Wahlkampfs und des Siegs ist der Präsident plötzlich mit dem bleiernen Alltag konfrontiert. Mit den eingefahrenen Strukturen der Fünften Republik. Es ist nicht leicht, innovativ zu bleiben. Emmanuel Macron macht sich dafür stark, eine genaue Satzung für das Amt der Première Dame zu entwickeln. Eine Rolle, die bis jetzt nur ungenau definiert ist. Die Opposition leistet Widerstand. Eine Petition bekommt über 300.000 Unterschriften. Sie wollten von Anfang an nicht, dass Brigitte Macron Angriffsfläche bietet. Und so haben sie gehandelt. Auch wenn es zu der Zeit nicht so gesehen wird, das ist einer der ersten Rückzieher, die Emmanuel Macron macht. Und er betrifft seine Frau. Eine Satzung wird es nicht geben, sondern nur eine Charte de Transparence, eine Transparenzerklärung, viel weniger als ursprünglich vorgesehen. Jeden Monat wird die Agenda der Première Dame veröffentlicht. Wir wissen also, wen sie empfängt, wen sie besucht. Schulen, Krankenhäuser oder Einrichtungen für behinderte Kinder. Ich bin die Frau des Präsidenten. Kennst du Emmanuel Macron? Nein?
Sie hat 3, 4 Bereiche für sich definiert, um die sie sich kümmern möchte. Inklusion, Autismus, soziale Benachteiligung. Ihre Aufgabenbereiche sind relativ klassisch. Funktionen, die auch Claude Pompidou, Annemarie Giscard d'Estaing, Daniel Mitterrand und Bernadette Chirac innehatten. Ich weiß nicht, ob sie das wirklich ausfüllt. Denn immerhin ist sie eine intelligente Frau und möchte gerne auch so wahrgenommen werden. Sie muss ihren Platz erst finden, und das ist sicher schwieriger als im Wahlkampf. Denn heute ist sie von Beratern umgeben, den Beratern des Élysée-Palastes. Und denen geht es sicher manchmal gegen den Strich, dass sie das letzte Wort hat. Immerhin ist sie die Frau des Präsidenten. Sie sagt dann immer, ich spreche mit Emmanuel und wir sehen, was wir machen können. Da sie erst um 2 Uhr morgens ins Bett gehen, haben sie Zeit, miteinander zu reden. Was hinter den Kulissen passiert, darüber kann man nur spekulieren. Aber nach außen zählt wie immer das Protokoll. Brigitte Macron begleitet ihren Mann auf Preisverleihungen, Abendessen und Staatsempfänge. Nichts wirklich Neues. Bis auf eine Sache, die man im Ausland überraschend findet. Sie möchte nicht, dass sie auf Fotos hinter ihrem Mann zu sehen ist. Das hat zu Problemen bei einer NATO-Konferenz geführt. Hier sah das Protokoll vor, dass sie während der Rede von Emmanuel Macron hinter ihrem Mann sitzt. Sie hat sich geweigert, so fotografiert zu werden. Entweder sie sitzt neben ihm oder sie ist nicht im Bild. Sie möchte nicht nur das Schmuckstück eines mächtigen Mannes sein. Doch nicht nur Frankreich, die ganze Welt ist in die neue Première Dame vernarrt. Am Anfang natürlich wegen des Altersunterschieds. In China wird der Hashtag, er ist mit einer Frau verheiratet, die 24 Jahre älter ist als er, über 6 Millionen Mal auf Weibo, dem chinesischen Twitter, verwendet. Die ausländische Presse hat oft eine ziemlich realitätsferne Meinung über den französischen Politikbetrieb. Und das ist ziemlich praktisch auf Auslandsreisen. Brigitte Macron repräsentiert im Vordergrund, während zur gleichen Zeit die Hintergrundthemen besprochen werden. Die Première Dame ist einer der Kanäle, auf denen der Präsident kommuniziert. Das Problem ist nur, dass das im Moment alles sehr konservativ und archaisch wirkt, was ihre Rolle als Frau angeht. Auf Bildern von ihr geht es hauptsächlich darum, was sie trägt. Ihr Look, wie sie gekleidet ist, auch wenn dieser Look sehr professionell ist. Als sie einen Panda im Zoo von Beauval getauft hat, hat sie das Kleid eines französischen Designers getragen. Sie wusste, dass diese Bilder in China positiv aufgenommen werden. Potenziellen Käufern von französischer Mode. Also warum nicht? Brigitte Macron ist eine Mode-Ikone und eine Fahnenträgerin für die französische Mode. Jedes Outfit wird genau unter die Lupe genommen. Nur einmal hat mich ihr Look schockiert. Und das war auf der Beerdigung von Simone Veil. Der kurze Rock war daneben. Da hat sie an Geschmacksverirrung gelitten. Sie wird nicht nur für ihre kurzen Röcke kritisiert, sondern auch dafür, dass sie in Jeans im Élysée-Palast unterwegs ist. Aber Brigitte weigert sich, einen braveren Look zu tragen. So behält sie sich eine gewisse Unabhängigkeit in einer Welt, in der ihre Freiheit extrem eingeschränkt ist. Das Zurückhalten von Informationen und die Kontrolle der Kommunikation ist der Stil des jetzigen Präsidenten. Das Paar hatte ja die Ära Hollande und seinen Untergang live miterlebt. Und deswegen ist es jetzt sehr vorsichtig. Sie ist sehr verbindlich, sie ist freundlich, sie ist lustig. Sie schüttet ihr Herz aus, ohne irgendwas zu sagen. Man braucht sie gar nicht zu fragen, was sie von dem oder dem Minister hält. Sie riskiert es nicht, ihrem Mann zu schaden. Sie sagt ja immer, wenn ich ihm schade, gehe ich. Der kleinste Fauxpas kann ihnen teuer zu stehen kommen.
Sie hat kein Interesse daran, viel zu sagen. Sie weiß, dass alle ihre Aussagen total verdreht werden können. Und deswegen hat sie die Rolle der wohlwollenden, stummen Präsenz im Hintergrund übernommen, die sich keinen Fehltritt erlauben darf. Sie überwacht sich ständig selbst. Sie wird überall wie ein Rockstar empfangen. Brigitte Macron ist extrem populär. Der Preis dafür ist Schweigen. Hält sie die gesamte Amtszeit durch? Ohne Zweifel. Sie hat schon so viele Hindernisse in ihrem Leben überwunden. Und vielleicht weiß sie einfach, was wirklich wichtig ist.